Willkommen zurück bei Persona 2. Ja, letztes Mal haben wir die Aliens besiegt, sag ich mal. Die Mayas. Jetzt heißt es erstmal Wunden lecken, würde ich sagen. So gut geht es uns gerade nicht. Und vielleicht auch Mana auffüllen. Ich hoffe immer noch, dass noch so ein Aufzug kommt. Und vielleicht habe ich schon einen übersehen. Dann hoffe ich, dass bald einer kommt, den ich nicht übersehe. Weil wirklich... In Sachen Chewing Souls, 4 Stück, das reicht nicht mehr aus. Ich brauche definitiv mehr. Ich weiß noch nicht, wie nah. Ich denke, wir sind super nah am Ende dran jetzt. Ich bin auch ziemlich sicher, dass jetzt wirklich noch 2 Folgen sind. Maximum. Mal gucken. Okay, nochmal ein Raum. Okay. Das Turm ist aktiviert. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber. Ich würde es trotzdem begrüßen. Nemesis ist es richtig. Skill. Ist nur aktiviert, okay. Wir haben sie endlich eingeholt. Lasst uns beenden, was wir diesem schrecklichen Tag begangen. Das ist eine Warnung. Das ist eine Spielwarnung. Hier ist schon wieder ein Geist. Immer noch Geister hier? Warum hört man immer diese Geister? Jetzt mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob das zusammenhängt mit irgendwelchen Subquests jedes Mal, sondern ob das irgendwie auch storytechnisch immer kurz vor den Bossen diese Geister kommen. Oder diese Stimmen zumindest. Ich habe ein bisschen Angst, aber wie gesagt, wenn das kein Aufzug mehr kommt, dann muss ich jetzt irgendwie mit dem auskommen, was ich noch habe. Und das wird nicht einfach werden. Was hatten wir nochmal fürs Werte gehabt? Aber dann haben wir schon besiegt. Solange ich ihn nicht mit Licht und Dunkelheit angreife, ist alles okay. Also einfach physisch draufhauen. Komm schon. Ja, dann einfach physisch kommen. Bitte kein Mudon, bitte kein Mudon. Ja, danke. Ach, toll. Ich freue mich, dass er kein Mudon macht. Und Power Slash ist ein Insta-Kill-Move, der sogar noch schlimmer ist als Mudon. Ich kann es nicht mehr sehen, ne? Ich hasse Insta-Kill-Moves so sehr. So. Vor allem Insta-Kill-Moves, die auch noch durch die Regeln durchgehen, ne? Also, wo es egal ist, ob du resistent bist oder nicht. Das ist halt so extra ätzend. Das ist auch ein Insta-Kill, glaube ich. Oder? Ja. Aber Dunkel hat Insta-Kill, das heißt, er stirbt wieder. Egal. Egal. Insta-Kill-Boost. Und dann bringt der Typ nur 1500 Erfahrungspunkte. Ich meine, für einen Gegner ist das relativ viel, aber das ist egal. Das können auch 5 leichte Gegner sein, die mehr bringen. Ja, Geister. Ihr beunruhigt mich immer noch. Habe ich gerade meinen letzten Beat verbraucht? Nee, ich kann ihn so nicht mehr sehen, oder? Ich hätte doch voll viele Beats, das kann nicht sein. Ich hoffe nicht. Ich hätte doch voll viele davon. So ohne Spaß. Nee, sind ja unten gerutscht, weil ich sie nicht benutzen kann, okay. Ich speichere jetzt nochmal, weil ich Schiss habe, dass hier wirklich ein Bossfight kommt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nochmal mich heilen kann. Aber ich möchte meine Idees auch nicht verschwenden, falls doch ein Aufzug kommen sollte. Ich hoffe echt auf einen Aufzug. Das war gerade wirklich eine Endgame-Warnung gerade von dem Jun. Hundertprozentig. Und hier schon der nächste Raum. Und ich sehe hier keinen Aufzug. Auch hier nicht. Oh Gott, das heißt wirklich ohne Heilungsmöglichkeit jetzt. Alter Schwede. Ja gut, zur Not könnte man natürlich zurücklaufen. Ne? Ist ja nicht völlig ausgeschlossen, dass man zurückläuft. Aber das will ich natürlich jetzt nicht. Ich save also jetzt nochmal. Heile mich damit die Items, die ich habe. So gut es geht, dann geht's halt in die Situation rein, ne? Ja, wuhuhuhu. Incense kriegt jetzt bitte mal. Lisa. Ich habe 14 Miracle Eggs. Ich meine, das sind natürlich relativ viele. Das ist so, dass ich jetzt keine hätte oder so. Aber es ist auch nicht die Welt. Ich nutze jetzt auch erstmal nicht, das reicht erstmal so.
speichere nochmal. Ich habe 14 Miracle Eggs. Also 14 mal die Möglichkeit, 400 SP wiederzubringen. Das könnte reichen. Wenn es jetzt nur noch 1, 2 Fights sind, könnte das reichen. Ich hoffe es einfach mal. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich bin auch stark genug, weil da bin ich mir nicht so sicher. Also. Heart of Xibalba. Ja, das Herz von Xibalba. Das wird das Finale sein. Oh Mann. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin's nicht. Let's go. Ja, das sieht final aus. Da haben wir den Soundeffekt wieder. Bisschen an Philemons Raum. Was ist dieser Ort? Das Weltall? Junge! Erinnert euch dieser Ort nicht etwas an einen Ort, den ihr kennt? Ja, und zwar an Philemons Ort, ne? Also, ihr Kitsch, ihr kennt's auch. Oh, shit. Der Führer. Da ist er. Big Boss. Willkommen zum Herz von Xibalba. Ich habe bereits auf euch gewartet. Wo ist dieses Monster? Was für ein schrecklicher Junge. Deinen Vater so zu nennen. Du wirst niemals in einen guten Mann heranwachsen, wenn du weiter so machst. Wir haben deine Handlanger besiegt. Den Zirkel der Maskierten. Jeder, der irgendwie die Kristallschwerte nutzen können. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind, die sie benutzen können. Oder etwa nicht. Also denke ich nicht, dass es Sinn macht, dass du sie noch länger behältst. Ha! Dieses Ding ist schon seit langer Zeit bedeutungslos für mich. Von Anfang an sogar. Egal wer es besitzt. Wenn ihr es wollt, dann ist es euer. Was? Was meinst du damit? Oh Gott, der Führer. Wir kämpfen ernsthaft gegen den Führer. Und er hat wahrscheinlich einen richtigen Speer. Nicht diese Imitate. If you want answers, you must defeat me. But know that this spear of destiny and the power of your Lethotep are there. Wenn ihr antworten wollt, dann müsst ihr mich besiegen. Aber wisset, dass dieser Speer des Schicksals und die Kraft Nyarlathotheps sehr real sind. Ja, Nyarlathotep ist wahrscheinlich das große Böse, was wahrscheinlich hinter einem steckt. Dementsprechend also deswegen real ist, weil es sich von den Gerüchten abhängt. Die Frage ist, ob das Speer real ist. Ich meine, wenn der Frodo was sagt, macht das wohl stimmen, ich weiß es nicht. You don't need to tell us twice. Okay, everyone, let's do it! Das brauchst du uns nicht zweimal zu sagen. Okay, Leute, lasst uns das angehen. Right! Alles klar. Alter, der Gefuhr. Dass ich nochmal in den Führer kämpfen müsste in dem RPG, hätte ich nicht gedacht. Okay, falsche Person erstmal. Lass mal direkt switchen. Wie fangen wir denn jetzt am besten an? Ich weiß, da muss ich die Turn Orders setten. Was wird denn der machen, der Führer? Physische Moves mit Sicherheit. Geistesblitz ist Geistesblitz. Er hat von allen Sachen verstärkte Versionen, die Longinus schon benutzt haben. Also ich hätte gern Jon weiter oben erstmal. So, dann wähle ich eine Person mit einem Buff aus. Ich nehme mal erstmal den physischen defensiven Buff.
Madakukage. Zusammen. Natürlich ist es dumm, wenn wir jetzt gesilenced werden, dann wird das nichts, aber. Also einer von den beiden gesilenced wird. Aber das kann ich ja vorher nicht immer wissen, ne? Test ist ein physischer Angriff auf ihn. Außer unsere Magierin, die hat natürlich mit Magie rein. Okay, gucken wir mal. Okay, ausgewichen. Nice. Selten ist was passiert. Gute Arbeit, Lisa. Okay, erstmal der physische Defense Buff. Crescent Mirror. Okay. Noch ein Buff. Wir wollen natürlich auch noch den magischen Buff haben. Das habe ich Isis gegeben. Das macht mehr Sinn, wenn ich jetzt Maya nach oben schiebe. Persona wechseln. Isis. Gut, dann einmal. Nein, falscher Spell. Da ist es. Zusammen mit dem Gebet. Wir hoffen, dass wir wieder nicht gesilenced werden, weil er wird sicherlich definitiv auch silenced können. Wenn das die Nachahmung des Speers konnten, dann wird das sein Speer definitiv erst recht können. Das Gebet. Ich hoffe, den Buff kriegen wir auch noch raus. Das wäre super. Eben das Husten. Sorry. So, die greifen alle physisch an. Okay. Okay, das ist neu. Und das ist, glaube ich, doch die Neko-Tapa-Lab, oder? Wir haben einiges davon reflekten können. Oh, eins wird noch geheilt. Interessanterweise. Also er hat momentan auch einen Teil dieser Kraft in sich, oder die Kraft generell von dem Bösen wird. Als Person wird sie erscheinen jetzt gerade. Aber ich meine, es ist derselbe. Okay. Wir haben jetzt den magischen Buff und den physischen Buff, das ist gut. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich nochmal den physischen Angriffsbuff raushauen. Nicht wahr? Dann müssen wir nochmal die Persona hier wechseln. Auf den Drachen. Den Ritra. Und dann machen wir einmal Tarukage. Und das Gebet. Wenn das auch noch rausgeht, dann bin ich sehr zufrieden. Da habe ich trotz der Tatsache, dass er mit Sicherheit Zeit lassen kann, das Glück gehabt, alle notwendigen Buffs rauszukriegen. Du kannst wieder zurückwechseln auf deine Hauptpersona, bitte. Nein. Ich muss auch wechseln, bitte. Oh, warte mal, ich könnte auch. Warte mal. Ah, das müsste ich. Ne, da müsste ich erst mal neu eingehen, da hätte ich keine Lust zu. Ich hätte die beiden noch umdrehen können. Da hätte ich noch einen speziellen Move machen können, aber nee, komm. Wir lassen das jetzt so. Wechseln die Person auf Apollo zurück und hauen einfach physisch zu. Physisch. Schön physisch zuschauen. Hauen. Machen. Tun. Nova Kaiser nicht. Da und hier den ganzen Faust. Okay. Komm schon. Okay. Was ist das? Alter. Wie viel Schaden? Okay, das geht. Oh, mit Zusatzeffekt. Insta-Kill, natürlich. Egal, ihn brauchen wir gerade für den Bug. Doch, für den Bug brauchte ich ihn ja. Ja, das ist natürlich dumm. Ärgerlich. Ja, brech mal eben die automatischen Befehle ab. Ja, machen wir jetzt die Popi-Dinger aufbrauchen. So. Ärgerlich, aber es ist halt so. Ich muss dich mitnehmen. Es wäre echt so gut, wenn das auch den Schutz hätte, ne? Ich kann es immer nur wieder sagen. So, du machst noch das Prayer danach. Weil es müsste eigentlich noch funktionieren mit seinem Spell zusammen, glaube ich zumindest. Okay.
Omega Cluster. Okay. Wir konnten es wahrscheinlich gut ab, was immer das war. Und der Buff kommt, sehr gut. Super. Jetzt heißt es nur, ihn besiegen, so gut es geht. Er hat immer noch das Schwert benutzt. Also, so wie ich ihn erwarten würde, dass er ihn benutzt. Das überrascht mich. Beunruhigt mich fast. Heil mal bitte. Obwohl, die Flasche kannst du mit Maya heilen. Dann greif du einfach an. Du heilst bitte einmal Michelle, Ekichi. Wir machen unsere Faust. Die ist gebufft. Ekichi kann eigentlich seinen Feral Bite benutzen, aber das ist ein Low Havoc Damage, das ist auch kaum wert. Wir machen noch ein anderes Buff. Das müsste eigentlich stacken. Ah, ist ja kein Mana mehr. Nee, dann vergiss es. Dann benutzt du bitte deinen ganz normalen Angriff. Und du heilst erstmal deine Mana ein bisschen. Beruhig damit so. Wir haben eh noch Miracle Axe. Nee, Quatsch, wir können ja noch dieses Hiranya benutzen. Ah, stimmt. Das endlose Ding, was ich bekommen habe, als ich Genbu zurückgegeben habe. Cool. Kein Zusatzeffekt außer Lähmung. Und der Chill hat mich sehr gut. Was? Warum ist er jetzt gestorben? Entschuldige, was? Warum ist der Kitschi gestorben? Ich verstehe es nicht. Okay, ich habe jetzt nicht verstanden, warum er gestorben ist, ehrlich gesagt. Absolut nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich bin absolut verwirrt. Ich weiß wirklich einfach nicht, warum er gestorben ist. Schwamm mal eine Runde Mana, bitte. Das ist sie. Die heilige Lanze. Ja, Schaden plus Lock, ja. Okay, dachte ich mir doch, dass das kann. Ja. Wie ich ihn angegriffen habe, ohne es zu wissen, dass es passieren würde. Okay, Turn Order eben ändern. Du heilst bitte einmal Michelle. Ihr haut weiter drauf. Sie hat immer noch gebufft, das ist nicht umsonst. Also außer Michelle, der nicht gebufft sein kann. Habe ich nicht irgendwelche Items, die sowas machen vielleicht? Man, ich benutze so viele Items ja nie, ne? Ich spare mir das immer auf. Jetzt ist eigentlich die Chance gekommen, es zu holen. Das ist gut. Diese Master Drinks. Das ist ziemlich nice. Die muss ich im letzten. Ich glaube nicht, dass der letzte Boss ist, ehrlich gesagt. Außer er verwandelt sich jetzt noch oder so. Innerhalb des Kampfes, aber ich glaube nicht, dass der Fura an sich der letzte Boss ist. Also ich glaube mir das noch auch, aber diese Dinger sollte ich unbedingt nutzen, weil die geben mir nicht nur eine Heilung, sondern auch für den ganzen Kampf 20% mehr Lebenspunkte. Das könnte mir helfen. Aber der Rest hilft mir nicht wirklich, glaube ich. Ja. Warte mal, Quatsch, du könntest dich etwas selbst buffen. Dann hast du den Buff ja wieder. Du bist der Einzige, den verloren hat. Und du kannst angreifen, komm. Ich weiß, warum Ekichi gestorben ist. Ja, seht ihr das? Alle blocken das oder reflektieren das, außer Ekichi. Das ist ein Move, der einen nach einer Zeit tötet.
Das habe ich heute mal gelesen bei einer Persona, weil ich den auch lernen kann. Ich glaube, dieser Move tötet, glaube ich, nach und nach Gegner, die davon betroffen sind. Das heißt, deswegen ist Michael eben gestorben. Er wird auch gleich wieder wahrscheinlich sterben, leider. Das macht halt nur Sinn. Okay, der weiß jetzt, wie es immer gestorben ist. Ja, gut. Wir greifen mal weiter an. Ich glaube, wir sind gut dabei. Mit wem zusammen machst du das? Mit drei Leuten? Das lohnt sich wahrscheinlich nicht. Voll der Michael dabei jetzt. Nee, nee. Also ich denke, dass die Kitsch jetzt wieder stirbt. Nur das macht Sinn. Wenn er stirbt, dann brechen wir die Runde von Jun ab, weil Jun kann ihn wiederbeleben. Genau wie ich gesagt habe. Okay. Gut, ich weiß, wie es beschreibt, wie das funktioniert. Aber ich meine, du hast doch ein. Ja, du hast gerade nicht an. Ja, gut, du kannst gerade nicht zaubern. Nutz einfach ein Item. Ich hoffe, die 20 Stück reichen. Stell dir sich vor, ich hätte jetzt Personen ausgerüstet, die keine Resistenz dagegen haben. Und dann würden alle, also nicht auf einmal sterben, sondern wie gesagt, das ist immer nur einer pro Runde, ne? Aber alle würden nacheinander sterben. Oh, er ist am Boden. Krass. Der Fuder ist am Boden. Ja, zwei Lähmungen. Ärgerlich. Benutzt du bitte dieses Item zum Heilen? Auf Maya. Maya greift die Runde nur an. Und diese auch. Ebenso, Michael. Ach, ich hätte eine Person noch wechseln müssen. Oder habe ich das schon getan? Nee, habe ich schon getan. Alles gut. Der Zauber ist nur ein Ärgern, dass er sich ein bisschen heilt. Aber das bisschen heilen ist nicht schlimm. Und die Paralyse ist auch nicht so schlimm. Verglichen mit seinen anderen Spells ist das okay. Er nutzt seinen Speer verdammt selten. Aber irgendwie kann das sein, dass sein Speer ewig anhält. Ja, guck mal. Ich glaube, sein Speer hat entweder eine wesentlich längere Zeit oder er hält ewig an. Weil Jun ist immer noch gesilenced. Das heißt, es ist viel mächtiger als diese Nachahmungen. Ich kann froh sein, dass er das erste Spiel benutzt hat. Dann musst du mal hier ran, ja? Ihr greift alle normal an. Ich glaube, ey, warte mal, jetzt wieder grün HP. Hat er so viel wieder nicht geheilt, das Bastard. Ja, komm, dann eine Fist ins Gesicht. Komm schon. Das ist der Fuder, den müsst ihr erledigen. Ah, das war Insta-Kill, ne? Ja, RIP, Michael. Ah, oder Michelle. Das ist so nervig. Ich hasse Insta-Kill so sehr. Ich wusste, dass die Bosse sowas haben würden, ne? Ah. Und das ist doch die leichte Form des Insta-Kills, der ich sozusagen widerstehen kann. Hm.
Seine Person ist immer noch Seal. Das ist echt heftig. Das scheint echt den ganzen Kampf anzudauern. Habe ich eigentlich eine Heilung, die gesealte Personas? Ach, Holy Lance Ailment. Guck mal. Ah, das haben wir bekommen. Von Ihnen Gegner mal, dieses Spirit Drop. Stimmt. Damit können wir diese Shadows-Effekt aufheben. Das können wir auch so oft nutzen, wie wir wollen. Aber wir haben nur eine 50%ige Chance. Das ist keine Sicherheit. Dann nutzt es erstmal nicht. Weil ich hoffe, dass es nach dem Kampf eh weg ist. Hol mal lieber bitte nochmal Kichi wieder. Und er ist wieder rot. Komm, erledige ihn bitte jetzt. Er kann nicht mehr so viel haben. Unmöglich. Nicht schon wieder. Oh, jetzt spamme ich die ganze Zeit die Insta-Kill-Moves. Ich hasse sowas. Und der Kitsch ist wieder down. Okay. Versuch mal, dich das davon zu befreien, weil ich möchte nicht die ganzen Videos jetzt verschwenden. Wenn wir noch einen Boss haben, brauche ich die vielleicht noch. Ich will jetzt auch nicht töten. Also, nützlicherweise vielleicht ein bisschen, werde ich jetzt einfach mit allen blocken, bis er wieder Persona-Energie nutzen kann. Ja, kann er jetzt wieder? Siehst du, wenn ich jetzt die Kitsch wiedergeholt hätte, wäre er sofort der Tod gewesen. Hätte sich nicht gelohnt. Absolut nicht. Das war schon klüger so. Auf jeden Fall. So, jetzt können wir ihn schon mit Magie wiederholen. Weil er kann nämlich reviven und full recovern. Und jetzt können wir den Führer vielleicht auch plätten, die Runde. Könnte möglich sein. Komm schon, bitte. Ja, der Fuder geht down. Wir haben ihn. Oh, nice. Oh, 63.000. Das ist gut, weil zumindest die Levels gestiegen sind. Also alle außer mir haben jetzt zumindest eine volle Heilung. Auch mana-technisch bekommen. So, was nun? Das wird nicht das Ende gewesen sein. Das war niemals der letzte Boss. Never. Ihr zeigt eine gute Show. Ich habe 10 Jahre darauf gewartet. Aber für mich war es eigentlich nicht mehr als das Blinzeln eines Augenblicks. Sonst wäre es kein Spaß. Das ist unmöglich. Du bist... Ja, der Verhörte. Also okay, also war er auch die ganze Zeit der Führer. Du warst nicht unbedingt der richtige Führer. Eigentlich. So gesehen. Was ja auch keinen Sinn gemacht hätte. Sondern er hat es mehr oder weniger auch übernommen, diese Rolle. Wie mir scheint. Wobei... Dann hat er... Nee, der war ja nicht mehr da. Stimmt. Nee, das macht schon Sinn. Doch. Doch. So, das ist wahrscheinlich unser wirklicher letzter Boss. Erlaubt mir, euch noch einmal willkommen zu heißen und euch zu beglückwünschen, dass ihr es geschafft habt, anzukommen in der Welt des kollektiven Unterbewusstseins oder Unbewusstseins. Kollektives was? Ist das nicht das Weltraum? Ist das nicht der Weltraum? Dies ist der Ort, an dem die Versuchskaninchen bekannt als Menschen geboren werden. Was wie Sterne erscheinen mag, ist, was ihr als Bewusstsein bezeichnen würdet.
Alle menschlichen Egos wären hier geboren und kehren hierher zurück. Zurück zu mir, der wie ein Vater für sie alle ist. Die Kristallschädel und Xibalba sind nur ein Teil von mir. Manifestiert von eurer Art, die nach solchen Dingen verlangt. Das Raumschiff eines Aliens wird dafür zu führen, dass ihr Götter werdet? Ihr Versuchskaninchen seid solche Idioten. Ihr hängt euch an Fantasien, indem ihr versucht, sie verzweifelt zu rationalisieren. Versuchskaninchen? Was zur Hölle bist du da, ne? Zeig uns, wer du wirklich bist. Ha! Kannst du es nicht sehen? Ich bin Juns Vater. Lügner, Vater starr am Glockenturm. Das ist ziemlich übel. Ziemlich direkt, ziemlich harsch. Mal sicher gucken. Gemein, fies, übel, direkt, irgendwas in der Richtung. Rau, ja, rau, scharf. Und einfach harsch sagen, ja. Und einfach harsch sagen. Aber das Wort im Deutschen auch. Du bist derjenige, der wollte, dass ich existiere. Du hast deine Mutter gehasst, die dich nicht lieben wollte und die deinen nutzlosen Vater ständig beleidigte. Alles, während du eine ideale Illusion empfangen hast. Also die Illusion von dem perfekten Vater, ne? Das war ich. Ich kam, um diesen Teil des Vaters zu spielen, nach dem du dich so sehntest, und deine Bedürfnisse zu befriedigen. Du lügst. Ich wollte nie dieses ganze Chaos. Ich wollte einfach nur, dass von allen die Träume wahr werden. Warum täuschst du dich weiterhin selber? Dein einziger Grund, die ganze Stadt zu terrorisieren. Sicher gehen. Bei Amends will ich sicher gehen. Ja, wieder gut machen, war schon richtig gut. Okay, dachte ich mir schon. War, um für deinen Vater wieder gut zu machen. War wieder gut machen zu leisten für deinen Vater. Oder zu deinem Vater, gegenüber deinem Vater. Wiedergutmachung gegenüber seinem Vater zu leisten. Jun, bist du das? Es tut mir so leid, Jun. Ich schrieb das Lacke. In der Hoffnung, dass eure Generation ideale Menschen werden würdet, die niemals leiden müssten. Aber das war eine Fantasie. Die Herzen der Menschen können nichts erschaffen, wenn sie sich auf einen Traum verlassen, um ihnen zu helfen bei der Suche ihres eigenen Traums. Ich war ein Idiot. Das ist die herzzerreißende Wiedervereinigung, auf die ich gewartet habe. Nun, beeil dich. Und bereue oder tu Buße. Dein letzter Wunsch wurde bereits erfüllt. Ja, da war die Mutter, aber das haben wir schon ein bisschen festgestellt. Jun, ich hoffe, du findest Glück in deinem Leben. Und du wirst glücklich. Mutter? In
erinnerst du dich nicht an diese Frau, die dir ihre Träume davon erzählte, jung und hübsch bleiben zu können? Ihr Gesicht, als sie herausfand, dass ihr Sohn Joker war, war echt etwas, was sich gelohnt hat anzusehen. Du lügst. Okay, also die Mutter hat sich auch einen Wunsch machen wollen. Sie wollte anscheinend jung und hübsch bleiben. Aber dann hat sie herausgefunden, dass derjenige, der die Wünsche erfüllt, halt ihr Sohn ist. Weil Joker halt, ne? Also ist Joker halt ihr Sohn ist. Und deswegen ist sie wahrscheinlich eine der Ausführenden geworden. Also sie war schon so eine miese Mutter, also eine extrem schlechte Mutter, wie sie die ganze Zeit war. Also das ist alles nicht falsch. Aber ich denke mal, sie hat das erkannt und wollte Wiedergutmachung irgendwie leisten, weil sie gemerkt hat, was ihr Sohn geworden ist, wofür sie selber vor allen Dingen verantwortlich ist. Im großen Maße. Denn ich will mal kurz dazu sagen, die Tatsache, dass Jun so schlecht über seinen Vater gedacht hat, also sich für seinen Vater geschämt hat, das kam mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht von ihm alleine. Sowas kommt von Kindern nicht so häufig so von alleine. Das kommt meistens dadurch, dass Kinder das von anderen Leuten hören. Und wenn die Mutter, also ein anderes Elternteil, schlecht über das Elternteil spricht, dann ist es meistens so, dass Kinder das dann auch anfangen zu glauben. Und das ist wahrscheinlich genau hier passiert. Und deswegen ist er so geworden. Deswegen ist er Joker geworden. Ich schätze, als sie das gesehen hat, als sie selbst wieder einen eigenen Wunsch erfüllen wollte, wieder nur an sich gedacht hat und erkannt hat, dass Joker ihr Sohn ist in Wirklichkeit, da hat sie dann wahrscheinlich versucht, endlich wieder Wiedergutmachung zu leisten, indem sie ihn wenigstens beschützen wollte. Gegen Ende. Naja. Jun, vergib mir, dass ich gegenüber allen blind war, außer meinen eigenen Träumen. Und Deming war verdammt, oder? Ich will ihn gucken. Moment, hab ich jetzt falsch? Ja, hab ich tatsächlich falsch. Ja, verurteilt, verdammt, war schon richtig, okay. Entschuldige dich bei deinem Vater und verdamme deine Mutter. Du hast das alles begehrt. Lächel ein wenig. Du widersprichst dich gerade. Man hat nicht lächelt. Du Bastard. Du Sohn einer, du bist tot. Nun, Jun, wenn du es nicht tun willst, dann werde ich sie für dich exekutieren. Ich habe niemals zuvor jemanden so gehasst in meinem ganzen Leben. Ich werde dir auf keinen Fall vergeben, egal was. Okay, jetzt zeigt sie sich auch als Mayas Vater, oder er zeigt sich jetzt als Mayas Vater auch. Ein weiterer Widerspruch. Du wirst einfach jedem vergeben. Dein großes Herz. Ich hab... Was ist shittig? Gibt's das Wort wirklich? Shittig kenne ich nicht. Shittig? Gibt's tatsächlich, habe ich noch nie gehört. Deine ganze Nur, deine ganze Masche, okay. Dein großes Herz ist dein ganzes... Ja, Steckenpferd könnte man noch sagen. Was dich ausmacht. Das ist meine Welt. Wenn ich eure lächerliche Existenz beenden wollte, könnte ich das mit dem einfachen Erhöhen meines Fingers erledigen. Wollt ihr mich immer noch hier herausfordern, wissend, dass ihr keine Chance habt, mich zu besiegen? Die Widersprüche werden immer mehr. Wenn ich auch nur zulassen würde, dass ich auch ein zweites Mal drüber nachdenken würde, versagen zu können, würde ich es niemals schaffen, meine Träume zu erreichen. Okay, das ist der letzte Boss. Okay, alles klar. Also ich hatte schon recht, wahrscheinlich... Also ich bin mir jetzt nicht tot. It is a father's nature to be the ultimate obstacle to his child. Very well.
Reach for your future with all your strength. Also ich dachte, ich denke mal schon, ich hatte recht, dass der Vater nicht nur, aber wahrscheinlich sehr stark aus den Gründen sich umgebracht hat, dass sein eigener Sohn ihn verleugnet hat. Ich denke mal, das hängt ein bisschen damit zusammen. Und deswegen hat Jun diese extremen Schuldgefühle. Irgendwo auch verständlicherweise und nicht ganz unberechtigt. Aber seine Mutter hat eigentlich auch eine gewaltige Schuld daran, denn seine Mutter ist ja nun mal jemand gewesen, der dafür gesorgt hat, dass Jun so wird, wie er ist. Und dass Jun auch so eine schlechte Meinung von seinem Vater hatte, hat sich mit Sicherheit auch gefördert, weil sie ja konstant beleidigt hat und schlecht über ihn geredet hat und so weiter. Also sehr problematische Eltern. Ja, wobei, der Vater war ja nicht gar nicht mehr problematisch. Das Einzige, was der Vater war, war halt jemand, der so ein bisschen in Anführungsstrichen in der Fantasiewelt gelebt hat, in Anführungsstrichen, und halt ein bisschen Verschwörungskram gemacht hat und, ich sag mal, halt seine etwas fantastereien Vorstellungen hatte, die man, wie gesagt, sehen kann, wie man will. Aber die Mutter war schon ziemlich übel, ziemlich mies. Aber trotzdem rechtfertigt das natürlich nicht, was Jun getan hat. Aber er war natürlich nur ein Kind, das ist halt schwierig. Ne? Er war halt nur ein dummes Kind, sag ich mal. Aber das hat alles zu dem ganzen Scheiß geführt. Naja, guck mal, The Great Father. Okay, also jetzt Zusammenfügen alter Vaterfiguren oder wie, okay. Alter, ich sag mal nicht zusammen Design. Das seht ihr selber. Es liegt in der Natur eines Vaters, das ultimative Hindernis für sein Kind zu sein. Nun gut. Reicht nach eurer Zukunft mit all eurer Stärke. Wir werden unsere eigene Zukunft entscheiden. Und ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand was anderes sagt. Okay, das ist unser Endboss. Hundertprozentig. Eine lange Folge, sage ich euch jetzt schon. Wir ziehen wohl durch. Wenn das ist der Endboss. Das muss der Endboss sein. Das ist der Typ, der hinter allem gestanden hat. Also, ich meine, das ist der Typ, der hinter allem gestanden hat, weil er die böse Entität war. Und basierend war das alles auf der tragischen Geschichte der Familie um Jun herum. Und daraus ist alles entstanden. Okay, okay. Gut. Wie fangen wir an? Alter, ich sehe gar schon, der Gegner ist 5-mal dran, Alter. Wenn der so stark ist wie jetzt... Oh. Schaffe ich das überhaupt? Sind das mehrere Körperteile? Wenn Sie mir das vorstellen. Ja, das sind mehrere Körperteile. Und die sind alle unabhängig voneinander am Zug. Und alle schneller als ich. Oh, scheiße. Ich brauche erstmal die Buffs. Ich versuche erstmal die Buffs irgendwie rauszukriegen. Ich hoffe, ich schaff's. Wir fangen mit dem Buff an, der unsere magische Defense erhöht. Dafür müssen wir bei dir einmal die Person auf Isis wechseln. Ah Gott, Leute, das wird hart. Ich habe ein ganz schönes Gefühl bei diesem Boss. 5 Teile. Wenn die alle solche Moves drauf haben wie im bisherigen Boss, aber 5-mal, dann haben wir ein Problem. Magic Defense increasen. Und zwar einmal für alle, bitte. So, du musst erstmal deine Mana auffüllen und du schluckst mal ein 400er Eck. Was mache ich mit dir? Mach du schon mal Schaden. Wir können alle gleichzeitig anvisieren, das ist schon relevant, das sollten wir nutzen. Ein AOE. Erstmal müssen wir AOE Schaden machen. Ich schätze mal, dass nicht alle Körperteile gleich viel AP haben. Und dann wäre erstmal welche loswerden, wäre es hier super. Gucken wir erstmal, ob die beiden Zauber wirken. Erstmal gucken, was die für Attacken machen. Ikichi, ja, okay, das ist der Vater von Ikichi. Sein Teil davon. Okay, das war nur Damage, das ist okay. Alter, der macht gut Schaden. Oh, und sie schläft. Das heißt, mein ganzer... Ah, das wird ätzend, Leute. Das heißt, mein ganzer Plan ist schon für den Arsch. Jetzt kann ich nicht mehr buffen. Das heiligt nutzlos vor mich hin. Ah, shit, das wird übel. Jetzt muss ich nächste Runde erstmal den physischen Buff dann. Aber ich brauche den magischen Buff auch unbedingt, das ist ganz klar. Okay, einer blockt sogar den Schaden. Ah, zwei blocken. Nee, Quatsch. Nee, der Zusatzeffekt wird geblockt. Nee. Alle den Schaden und der Zusatzeffekt des Insta-Kills wird geblockt, das ist klar. Das ist hier genauso jetzt.
Ich will nicht wissen, wie viele Lebenspunkte die Teile haben. Ich meine, ich will es eigentlich schon wissen, aber... Call me Papa. Okay. Sie schläft, das ist halt super kacke. Solange sie schläft, können wir da nichts machen. Da können wir besser jetzt mich nach oben ziehen. Und versuchen erstmal die Defense zu stärken. Nein, nein, nein. So. Akukage. Vielleicht kommt das jetzt raus und fällt er mir trotzdem vor, wieder erledigt. Das ist halt schwer zu sagen. Wenn noch jemand einschläft, das ist auch wieder für den Arsch. Nein. Das Gebet bitte. Okay. Du greifst an. Und du machst schon einen Heilzauber, ich glaube, den brauchen wir gleich. Diese Spells machen ziemlichen Damage. Ich muss unbedingt so einen Spell-Defense einmal hochkriegen. Das ist wichtig. Ja, weil die können alle sowas machen. Nach Dauer killt uns das. Ja, das killt uns. Gut, dass ich schon mal eine Heilung vorbereitet habe, aber das killt uns halt dauerhaft. Wir müssen halt eine Defense hochkriegen. Ach so, noch ein Insta-Kill oder was? Ich kann. Ja gut, sie ist eh. Ist eigentlich egal, ob sie tot ist, weil sie ja eh am Schlafen. Hol ich sie gleich wieder. Wenigstens kriegen wir schon mal die Defense raus für. Physische Angriffe. Aber er macht ja Magie, ehrlich gesagt. Ob viel das bringt, weiß ich noch nicht. Scheiße, das wird nichts. Das sieht nicht gut aus. Das, weißt du, wisst ihr, was mich jetzt schon nervt? Nicht, dass ich diesen Kampf vielleicht jetzt öfter machen muss. Und mich vielleicht auch noch vorbereiten muss, sondern dass ich den Führer jedes Mal vorher nochmal besiegen muss. Jedes Mal. Das wird nervig. Ich meine, ich will auch nicht die Flinte ins Korn werfen, aber es sieht gerade echt nicht gut aus. Absolut nicht. Okay. Wie machen wir das jetzt? Wir machen Folgendes. Ich hoffe, ich überlebe das. Ich wechsle jetzt auf die Persona. Ah, die kann ich nicht, oder? Ah, ich kann Isis nicht auswählen, wenn sie Isis hat. Mist, sonst hätte ich Isis aber ausgewählt und ihr hätte ich das übernommen, aber geht ja nicht. Ah. Okay, dann. Reviven wir sie. Und die anderen machen einfach Schaden, die Runde. Außer hier Lisa, die heilt. Wir müssen erstmal Maya wieder kriegen, das ist wichtig. Wir brauchen diesen Schutz gegen Magie. Der ist so wichtig gerade. Master 18. Ah, lass mich raten. Das ist ein physischer Angriff, der 18 Mal trifft. Aber wir haben Gott sei Dank schon den physischen Schutz drin. Siehst du? Jetzt hat sich der physische Schutz schon gelohnt. Wer weiß, wie viel Schaden wir bekommen hätten. Von 18 Schlägen. Ja. Ohne den Schutz. Okay. Das ist ein ziemlicher Matchup da in der Mitte. So, Maya ist wieder da. Wir machen auch nicht so viel Schaden. Das ist das Problem, wir machen nicht viel Schaden. Das fehlt mir echt so eine Möglichkeit, meine magische Angriffskraft auch zu buffen. Ich muss meinen Schaden mit physischen Moves machen, wenn ich erstmal die Buffs alle draußen habe. Das wäre ganz gut. Da kann ich auch noch ein bisschen was für machen, das ist kein Problem. Weil das hier bringt mir nicht viel. Die paar Hunderter. Weil das sind 100 auf die einzelnen Teile, ne? Ich wollte nicht jedes Mal mehrfach 100 auf einen Teil. Sondern das sind ja viele Gegner, die ich einmal angreifen. Okay, Heilung. Ich kann nur beten, dass wir den Spell rauskriegen, so wie ich mir das vorstelle. Okay. Also nochmal. Erstmal Turn Order. Okay, nicht durcheinander kommen jetzt, sondern da
das hier, ganz wichtig. Ich würde es gerne mal auf alle draufkriegen, das wäre super. Ich meine, das ist natürlich weg, wenn jemand stirbt, aber... Naja. Wenn ich damit anfange, darüber nachzudenken, wird das eh nichts mehr. So, du kannst eigentlich... Persona wechseln. Nimm mal Vitra schon mal. Den brauchen wir gleich eh. Du kannst schon mal dir selber physischen Buff geben. Kriegen wir nachher noch alle, aber du kriegst schon mal extra. So, du greifst weiter an. Heilen diese Runde? Besser ja, weil ich nicht weiß, wie oft er angreift. Und ich kann immer erst am Ende der Runde heilen. Oder generell, wenn er dran gewesen ist. Der Schlafzauber hat nicht gewirkt dieses Mal, glaube ich. Okay. Ah, doch, das war der Schlaf. Schon wieder auf Maya. Mann, was ist das für ein Pech? Oh. Ist das ätzend. Wieder für den Arsch. Nein. Ah, das nervt jetzt. Okay, physischer Buff ist immerhin draußen. Ich könnte vielleicht einen physischen Combo-Move machen. Jetzt schon mal anfangen, mehr Schaden zu machen, nächste Runde. Aber wir müssen die Maya aufwecken, weil ich kann nicht warten, bis sie wieder stirbt oder sowas. Das bringt's nicht. Okay. Okay, physischer Move ist jetzt nach hinten. Moment, es wäre auch klüger, Maya nach hinten zu setzen, dann könnte sie wenigstens irgendwas machen. Moment, warte mal. Hat sie nicht immer noch denselben Skill noch drin, wenn sie wieder wach wird? Nein, das bringt ihr aber nicht. Ja, doch, vielleicht schon. Moment. Nicht aufgeben so schnell. Vielleicht funktioniert das doch. So. Also Lisa, du holst Maya wieder. Aus dem Reich der Träume dann bitte. Wir haben bestimmt irgendwas, was Schlaf aufhebt, mit Sicherheit. Cure Sleep, da. Der Energy Drink, der bringt's. Den trinke ich gerade auch. So, ein Schluck eben. Darauf muss ich eben Schluck nehmen. Das passte einfach gut. So, hier für Maya auch einen Schluck. Dann versuchen wir nochmal das Gebet. Falls sie ihre Bewegung nämlich ausführt, schaffen wir es nämlich dadurch vielleicht. So, Water müsste eigentlich zusammen funktionieren mit dem Schwertwurf, oder? Oder sehe ich das falsch? Ich hoffe nicht. Von Indra hat das Schwertwurf vorgemerkt. Mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht kommen wir auch gleich dazu. Wer weiß, was er jetzt wieder macht. Das halten wir aus, dank unseren ganzen Buffs. Was Defense angeht, physisch sind wir abgesichert. Wenn wir jetzt auch noch diesen magischen Buff rauskriegen, dann würde ich behaupten, das Einzige, was noch gefährlich werden kann, ist der Insta-Kill. Aber den rauszukriegen, ist halt echt schwierig. Nicht einschlafen oder irgendwie sowas, Leute. Bleibt wach. Wenn die Erde wütet. Bleib standhaft, Alter, der Schaden. Uiuiuiui. Und sie ist wach? Es funktioniert nicht, schade. Ja, weißt du, warum es nicht funktioniert? Weil ich vorher schon den falschen Spell ausgewählt habe, ich Trottel. Deswegen hat es nicht funktioniert. Sonst hätte es funktioniert. Marakaram war der falsche Spell. War so mein Fehler. Hätte funktioniert, hätte ich es vorher nicht falsch gemacht. So, guck wie viel das bringt. Oh, das war gut. Das war guter Schaden. Hat sogar das Spiel kurz gestoppt. So viel Schaden war das. Aber das ist guter Schaden. Damit kann man arbeiten. Weil wir vorher gebufft haben, die physische Kraft. Und scheinbar ist keiner von den Gegnern dagegen immun. Gegen diese Art von Schaden. Das funktioniert so. Gut. Wir haben schon einen Weg, Schaden zu machen. So, du willst ein bisschen die Mana von Michelle.
Du machst bitte den richtigen Spell jetzt. Das war mein Fehler gerade. Mal gucken, ob wir das Gebiet jetzt rauskriegen. Scheiße. Das gibt mich... Nein, falsches Spell. Hier schon wieder falsches Spell auswählen. Das Gebet, ja. Dann ihr nochmal bitte. Das zusammen mit. Das. Dem. Nicht einschlafen und irgendwie sowas, bitte. Bleibt wach. Nein! Oh, komm, das kann nicht sein. Sie steht immer ein, oder? Okay, ich versteh's. Ich glaube, ich versteh's. Ich glaube, dass ihr. Es ist entweder. Ich glaube, das ist der Move. Ich glaube, dass es so ist, dass die Väter jeweils spezielle Funktionen haben. Wenn ein gewisser Vater einen Spell hat. Da kann eine bestimmte Person deswegen einen Schadenseffekt bekommen. Die meisten von uns sind Resistenz gegen diese Art von Schadenseffekte, aber sie entscheiden nicht. Das heißt, jedes Mal, wenn der eine Vater, wahrscheinlich ihr Vater, den einen Spell macht, oder die Illusion ihres Vaters, kriegt sie immer Schlag, aber als einziges. Weil sie die einzige ist, die darauf reagiert, auf diese Worte. Das ist vom Spiel ziemlich gut durchdacht. Natürlich trotzdem sehr nervig jetzt, aber naja. Ist sie wach? Sieht sie aus? Jeden Grund wach. Ich weiß nicht warum, aber okay. Gut, ich hab's geschafft. Sie ist wach. Ich weiß nicht warum. Ich hab nicht aufgepasst. Habe ich sie nochmal geheilt? Wusste ich gar nicht. Meine hatte ich nicht. Egal, ich werde mich nicht beschweren. Zack. So können wir arbeiten. Okay. Ich muss heilen. Scheiße. Ah, Mist, ich bin fast tot jetzt wieder. Das ist dumm. Ich habe zu wenig geheilt. Ah, nicht gut. Das war's für mich gleich. Nächste Runde könnte ich tot sein. Zu wenig HP. Shit. Nee, warte mal. Ja doch, mach Miliaraba. Mach's trotzdem. Wir werden es trotzdem brauchen. Du machst nochmal ein extra Heal. Wir haben jetzt zumindest die magische Resistenz. Wir überleben es ja deswegen. Was könnte sein? Geh du auf Artemis. Und mach einen gezielten Heilzauber auf mich, bitte. So, du kannst einfach jetzt eigentlich Spell Damage machen, ne? Warum nicht? Und ihr macht wieder eure Kombi. Er hat noch nicht ganz so oft Insta-Kills gemacht. Nur einmal bisher. Das finde ich relativ fair von ihm und nett. Aber guck mal, wir nehmen jetzt erheblich weniger Schaden. Also diese, der magische Schutz, der hilft schon sehr viel gerade. Alter, ich bin ja trotzdem fast down. Wenn noch ein Spell kommt, bin ich weg. Nein, ich war schwach gegen Erde, oder? Shit! Natürlich! Ah, Mann! Halt! Sofort abbrechen, abbrechen, abbrechen. Du kannst doch deine Mega mal machen, das ist okay. Ah, Maya schläft, was auch ärgerlich ist. Okay. Jun ist noch dran. Jun kann mich wiederholen, weil sie hat einen perfekten Wiederbelebungszauber dafür. Das Dumme ist, mein Buff ist jetzt weg. Das heißt, alle meine Buffs sind weg. Das heißt, mein Damage-Buff ist weg. Mein hier. Alle Buffs, auch die defensiven Buffs, alle beide weg. Kurz gesagt. Shit. Sehr schlecht. Geht auf Vita. Ich würde so gerne. Warte mal, warten wir erstmal einmal eine Runde ab. Nein, du, warum bist du jetzt aufgewacht? Ja, du schläfst. Oh, das machst du voll sinnlosen Heilzauber. Egal. Nicht so wichtig. Jetzt brechen wir die automatische Runde wieder ab, weil ich wieder lebe. Jetzt kann nämlich schon mal der gute Ikichi dafür sorgen, dass ich meinen Damage-Buff wieder bekomme. Und ich kann die Runde zumindest noch einmal angreifen, auch wenn es nicht viel Schaden macht. Oder ich gebe mir defensiv. Nee, komm, doch beschissen. Greif an. Wir müssen nochmal Schaden machen zwischendurch. Wir können die ganze Zeit nur
defensiv rumpimmeln, das geht nicht. Mach den hier. Mach erstmal die Moves, wir gucken mal. Und du musst dich erstmal selbst mit Mana versorgen. Okay, Buff für mich immerhin. Das heißt, ein bisschen Damage, weil ich jetzt raushauen kann, die Runde. Was gut und wichtig ist. Das ist auch schon weniger, als wenn ich mit dir zusammenarbeiten würde. Aber hey, Rank Up. Rank Up heißt zumindest auch höhere Schadenswerte. Das wird sich schon bemerkbar machen. Der hat nur einen Schutz, das ist okay. Ah ne, das war der Insta-Kill, ne? Ne, war es nicht, das war der 18. Das war die 18er Schlag-Kombo, okay. Die hatten wir aus, ist okay. Wir haben die nötigen Buffs dafür. Ich weiß nicht, was das macht. Das scheint sie wieder gegen resistent, oder? Ja, das wird wieder Spielfilmlänge heute, ich weiß, aber. Das ist der letzte Boss. Und danach kommt Story und dann war's das wahrscheinlich. Also, das mache ich immer in einem Satz durch. Ich mag so final lange Folgen, das ist ein bisschen epischer. Jetzt zu cutten wäre auch nicht ziemlich doof, finde ich. Ziemlich doof. Maya schläft immer noch anscheinend. Nee, die schläft sie nicht, okay. Manchmal wacht sie ja auf in der Runde, ne? Das scheint, wird man immer. Also der Wake-Up-Check erscheint in der Runde zu sein, wo man dran ist. Und wir haben das Glück, dass sie öfter dann aufwacht und trotzdem noch angreifen kann. Das ist ganz gut. So, jetzt können wir nochmal den. Na, er hat keinen Mana mehr, ne? Oder? Also für ihn, ja, aber. Ich meine jetzt für seinen. Ne, hat er nicht. Warum hat Jun gerade sich nicht selbst geheilt mit seinem Miracle Egg? Hab ich da einen Fehler gemacht? Hm. Mach wohl. Ich weiß es nicht. Oh, einer der Körperteile ist schon rot. Das ist ein gutes Zeichen. Ein sehr gutes Zeichen. Könntest du bitte so ein Item mal auf ihn benutzen? Danke. Du kannst ruhig zaubern. Ja, ich finde es. Ja, gut, ich kann erstmal sagen, dass er irgendwas machen soll, dann kann ich auch die Runde abbrechen. Das ist ja okay. Ja, das hab ich nicht mal. Ich habe nicht mal die Items benutzt, die unsere maximale AP erhöhen würden. Aber ich glaube, die brauche ich gerade auch nicht. Das einzig Gefährliche, was er noch hat, in meinen Augen, ist jetzt Insta-Kill. Und sobald seine ersten Körperteile sterben, hat er weniger Runden, also weniger Aktionen pro Runde. Dann wird es noch leichter. Wenn er nicht irgendwie anfängt, dann plötzlich andere Spells zu machen, aus Panik oder mehr Insta-Kills zu machen, was ich nicht hoffe. Ah, diese laute Feuerstorm immer noch, ey. I hope you find happiness. Na, Insta-Kill auf sie. Jun ist dran, ne? Okay. Das ist perfekt, weil Jun natürlich der Wiederbeleber ist. So, jetzt können wir den guten Move machen. Oh, drei rote jetzt schon. Also der erste müsste bald mal tot sein. Ah, komm, wir schaffen das. Wenn wir erst mal schaffen, wäre geil. Sehr gut. Heilung? Ja, komm, mach einfach Heilung. Sicher, sicher. Lustig, wie Indra noch so wichtig geworden ist. Ich habe Indra nur zum Spaß erstellt und so, damit ich diesen Defense-Zauber habe. Brauche Indra jetzt aus offensiven Gründen genauso. Oh,
Oh, da war ein, einer ist weg. Einer ist weg. Eine falsche Vaterfigur ist weg. Bezogen natürlich auch drauf, dass das Imposter sind, ne? Also, Doppelgänger. Auch nö, Insta-Kill-Move. Schon wieder auf sie. Sad Kick. Ja, Jun holt sich halt wieder, das ist kein Problem. Ich meine, ist mir auch egal, wie man jetzt die Erfahrung bekommt, weil wenn das letzte Bossfight ist, ist es eh Wurst, ne? Vielleicht kriegen wir auch gar keine Erfahrung. So, ihr beide wieder einen Mega-Move zusammen. Also man merkt schon, einer der Körperteile hat mehr Lebenspunkte. Das muss der Hauptkörperteil sein. Weil der immer noch nicht rot ist. Alle anderen sind schon weg oder rot. Okay, los geht's. Ja, noch einer weg. Noch einer weg. Noch einer weg. Das war ein neuer Spell, oder? Alter. Also kriege ich generell neu, aber von ihm jetzt neu. Also er fängt schon anders Spells an. Aber er ist jetzt nur da, alleine. Das macht es für mich einfacher, ganz ehrlich. Prinzipiell schon mal einfacher. Ich habe mehr Kontrolle jetzt über den Kampf als vorher. Definitiv mehr Kontrolle. Vielleicht können wir jetzt eher auf Single-Target-Moves wieder zurückschalten und müssen nicht mehr AOEs ausspammen. Ja, dem geht's doch immer noch gut. Der ist immer noch nicht down oder so. Okay. Turn Order setten. Also, ich hätte gerne. So. Und dann so. Obwohl, ihr beiden könnt auch zusammenarbeiten, eigentlich. Machen wir das so. Gut, dann gehst du bitte auf die Person darüber. Dann machen wir erstmal einen schönen physischen Buff für alle. Und damit auch einen doppelten physischen Buff für Nikolas. Ja gut, es ist trotzdem der höchste Schaden. Es ist eigentlich egal, was ich davon mache. Ah, du hast keinen Mana. Ah, hätte ich das vorher gewusst. Egal, wir geben dem Mana. Und brechen dann die Runde einfach ab. Das ist auch okay. Du kannst es wechseln eigentlich. Du kannst jetzt auf deine stärkere Single-Target drüber wechseln. Danke, Indra. Das war echt nicht schlecht. Aber Apollo muss jetzt zu Ende bringen. Ist eigentlich egal, ob sie Mana hat oder nicht, aber egal. Besser buffen. Oh, wir haben es gleich. Ich hoffe, da kommt keine böse Überraschung mehr. Ich glaube, wir könnten noch. Warte. Der Buff ist ja schon draußen. Wechselt immer die Reihenfolge, bitte. Dann machst du den hier. Und du. Du änderst deine Persona. Aber nicht auf Hades, sondern du nimmst auch als Indra. Weil du kannst mit Indra auch umgehen. Und dann kannst du eigentlich diesen Move machen, zusammen mit ihm. Ich glaube, mit Wind kann man da auch einen Move machen, müsste eigentlich. Gut. Ja. Windfury EX immer noch. Zack. Jo, zweimal haben wir Schaden. Das ist guter Schaden. Das ist fast 1000. Oder wenn war es sogar 1000, kann ich nicht mehr berechnen. Wahrscheinlich war es sogar locker 1000. Ja,
Ja, könnte physisch mehr machen. Der ist magisch, glaube ich. Der glaube ich ganz gute magische Defense, der Gegner. Und wir haben mittlerweile ja mehrere Buffs auch physisch, also. Macht wahrscheinlich Sinn. Dann selber nochmal, bitte. Das hat nämlich gerade richtig gut Damage gemacht. Immer noch grüne Lebensmittel wie der Typ. Ja. Ja, greif du bitte physisch an, ich will mal einen Vergleich sehen. Und du auch. Let's go, everybody! Ja, ja. Das sind sogar gut über 1000 jetzt gewesen. Pro Runde gut über 1000 zu machen, allein mit den beiden schon gut genug. Die Arme machen noch ein bisschen extra was drauf. Ja, das ist fast genauso wie das Spell von mir. Und das ist sogar mehr. Gut, dann machen wir aber nur physisch jetzt. Jetzt, wo er einzelt, ist es physisch besser. Wir machen ja fast schon 2000 Schaden, oder wir machen ungefähr 2000 Schaden pro Runde. Das dürfte eigentlich ausreichen. Eigentlich könnte ich einfach wiederholen die Runde, oder? Ja. Ich bin mal so. Oh, er ist schon rot. Ich bin mal so cocky, ja. Mal einfach mal eine Autorunde hier. Gönne ich mir mal. Ich hab's geschafft. Wir haben ihn am Sack, den Drecksack. Mit die Faust beenden. Ne, noch nicht. Nochmal. Ja, automatisch, go. Der ist gleich weg. Der kann nicht mehr so viel haben. Indra. Indra hat sich echt nochmals. Also, wenn ich mich daran erinnere. Ja, wir haben's. Ja! Unfassbar. Ich habe die Kraft miterlebt, die ihr in euch tragt. Sehr gute Arbeit. War gut gemacht. Die Folge wird heute echt lang, das weiß ich jetzt schon, aber ist halt so. Aber ich möchte kurz sagen, Indra, ja, hat echt eine wichtige Rolle gespielt in diesem Spiel. Genau wie im ersten Teil damals Genbu, Susaku, Byakko und der Drache. Ich hab den Namen schon vergessen. Wie ist der Drache nochmal? Ja, weißt du, was ich meine? Also die vier Himmelsrichtungen. War hier Indra, finde ich, so ein bisschen der Held am Ende. Naja. Ja, wir haben es geschafft. Weißt du, was ich jetzt immer mache? Weil ich sowas schon mal erlebt habe in dem Spiel. So, ganz ehrlich, ich habe schon mal jetzt das Abstürzen. Das wäre jetzt echt zum Kotzen. Wir genießen jetzt. Hoffentlich das Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Außer Story natürlich. Aber keine Fights mehr. Oh, viele Mann. Hat die Rolle des Vaters zu spielen nicht etwa weich gemacht? Kriechen des Chaos Nyarlathotep. Ich denke, nun solltest du besser verstehen, was ich sagte. Ha. Du hattest recht, dass diese Menschen gute Testsubjekte abgeben würden. Wovon spricht der Philemon? Wie sind der Ursprung der Seelen der Menschen? Inkarnation der kollektiven, des kollektiven Unterbewusstseins. Und zertrennlich zueinander. Wir haben schon seit Äonen die Menschen dabei zugesehen. Also wir haben Strivings, ja, wie soll ich das am besten sagen? Eben kurz gucken, ich brauche ein gutes Wort dafür. Eine gute Übersetzung, nicht die, die ich im Kopf habe. Ja, das Streben, genau. Das Streben der Menschen sind seit Äonen ja, überwacht. Ich fühlte die mit starken Herzen. Und das Kriechen der Chaos zieht die mit schwachen Herzen in den Abgrund. All dies, um festzustellen, ob die Seele der Menschen
voller Widersprüche, wie sie auch sind, in der Lage sind, in etwas anderes zu. Sich in etwas anderes zu entwickeln. Weiterzuentwickeln. Ihr alle habt dieses Potenzial gezeigt. Wenn da mehr wären wie ihr, könnten die Menschen eines Tages den perfekten Status erreichen. Und sie würden verstehen, was ihr Sinn ist. Das war alles ein Plot von euch beiden? Es wäre korrekter zu sagen, du. Das Beste, was er tun kann, ist zuschauen. Aber ich bin anders. Nein! Nicht im Ernst. Warum? Warum? Verdammt! Ginkgo, beeil dich! Hau ein Dia raus oder sowas! Ich versuche es, aber die Blutungen wollen einfach nicht aufhören. Warum? Warum funktioniert mein Zauber nicht? Philemon! Neatrotep. Deswegen hast du die Legende des Speers des Schicksals erschaffen. Sie sagten, wenn Jesus Christus' Leiche mit diesem Speer durchbohrt wurde, floss das Blut endlos aus ihm hinaus. Jesus Christus. Habe ich gerade Christus gesagt? Ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Ihr Menschen habt diese Legende 2000 Jahre lang weitergetragen. Es ist verdammt nochmal ein verflucht starkes Gerücht. Eine fatale Wunde würde diesen Effekt sofort haben. Jetzt weiß ich, was schlimmer ist, als vergessen zu werden. Es ist, andere runterzuziehen, beziehungsweise andere festzuhalten, im negativen Sinne. Alle, bitte, ihr müsst mich einfach vergessen. Naja, also sie meinte damit, wenn man nach seinem Tod trotzdem noch Leute an ihrem Leben hindert, weil man sie irgendwie runterzieht oder mit dem Tod Leute runterzieht. Auch wenn man kein böser Mensch war. Deswegen sagt sie gerade, sie möchte, dass wir sie vergessen, damit wir uns nicht schlecht fühlen wegen ihres Todes. Weil sie ja schon mal erlebt hat, wie die Gruppe auseinandergegangen ist, weil sie mal vermeintlich gestorben ist. Komm schon, Big Maya. Es ist nicht so, als ob das hier Lebewohl wäre. Du wirst doch bei meinem ersten Auftritt dabei sein, richtig? Ja, du wirst dich in 0,0 davon erholen. Deine Kleidung ist ganz verdreckt. Also suchen wir dir was Neues aus, okay? Wir gehen zusammen shoppen. Es ist ein Versprechen. Ich zeig dir auch all meine Lieblingsplätze. Es gibt so viele Blumen, die dort blühen. Es ist wirklich wunderschön. Danke, ihr alle. Ihr seid alle so stark geworden. Komm schon, wenn ihr nicht aufhört zu weinen, wird Mr. Banban euch auslachen. Oh, das waren ziemlich eine letzten Worte, die ihr Vater an sie gerichtet hat, bevor er zusammen mit Mr. Banban an die Front gegangen ist. Hört mir zu. Jeder hat die Kraft, seine Träume zu erreichen. Macht euch keine Sorgen. Ich bin mir sicher, ihr könnt es alle. Scheiße. Jeder hat die Kraft, seine Träume zu erreichen. Ach Gott, ich weiß nicht, was er genau meint. Ich muss eben gucken. Im Zusammenhang ist es gerade etwas schwierig, weil ich nicht weiß, ob er sich auf etwas im Spiel bezieht. Ach so, meint er das. Ja, er bezieht sich auf etwas im Spiel, ja.
Ja. Ich dachte gerade, was meinte er jetzt mit Namensvetter? Aber er meint die Tatsache, dass Maya ja auch Maya heißt. Das heißt, sie wäre wahrscheinlich auch ein mögliches Opfer für diese Weltzerstörung. Weil es musste ja irgendwie eine Maya sterben. Und sie ist ja auch eine Maya. Deine Namensvetterin. Getäuscht bis zum Ende wurde geopfert. Oder getäuscht, man könnte auch sagen, unwissend, ne? Ja, aber getäuscht ist schon richtig. Der Traum ist erfüllt. Ja, ich meine, eine Maya musste sterben. Sagt ja keiner, dass es Miss Ideal gewesen sein musste, ne? Und da ich das respektiere, erfülle ich euch den Wunsch nach Zerstörung, den ihr Menschen immer wolltet. Okay. Game over. Ihr habt heute etwas sehr Wichtiges gelernt. Die unänderbare, unvermeidbare Wahrheit der Welt, dass einige Dinge einfach nicht geändert werden können. Ich bin der Schatten der Menschheit. Solange es Dunkelheit in euren Herzen gibt, werde ich niemals weggehen und niemals verschwinden. Seht das kriechende Chaos. Und zusammen muss ich auch mal gucken, wie er das jetzt meint. Ob er das wirklich so meint. Das ist nämlich deswegen. Also, ich kenne Odin nämlich nur als Leidensweg. Ich dachte mir, hä, sein Leidensweg? Aber er meint das Gottesurteil. Es kann nämlich auch Gottesurteil heißen. Okay. Ja, seht das kriechende Chaos, letztes Gottesurteil. Es gibt eine Dinge, die ihr tun könnt, um Dinge zu ändern. Ihr müsst den Fakt auslöschen, dass ihr euch damals an diesem Sommerabend zum ersten Mal getroffen habt. Der erste Faden dieses üblen Netzes des Schicksals wurde an dem Tag gesponnen. Wenn dieser Punkt nicht weiter existiert, wird es eine andere Zeitlinie geben, eine alternative Zeitlinie, eine, in der es nicht zu dieser Tragödie kommt. Kannst du das wirklich tun? Seit Anbeginn der Zeit haben Menschen unfassbare Fähigkeiten in ihren Seelen, was den Fluss der Realität anbelangt. Selbst ohne die Illusion, die Xibalbaschaft und die kristallenen Schädel, sind eure Spielen stark genug, um die Realität zu verändern. Ja, die Kraft, die diese Welt erschaffen hat, ist dieselbe wie eure innere Stärke. In dieser kollektiven Unterbewusstsein ist es möglich, was an diesem Ort hier. Es ist nicht überall möglich, aber an diesem Ort. Sagst du etwa, dass wir alles auf Null setzen können? Im Austausch für all unsere gemeinsamen Erinnerungen in der Vergangenheit? Soll das heißen, ich werde alle vergessen? Nein, das möchte ich nicht. Ist da nicht irgendein anderer Weg? Hier zumindest ist keiner. An diesem Satz, an diesem Ursprung seiner Kraft.
Er zieht Kraft von den negativen Emotionen von Menschen. Also er zieht Kraft aus den negativen Emotionen der unter. Ne Quatsch, oh Gottes Willen, ich muss den ganzen Satz mal lesen. He draws from the negative emotions of people in constitutes iron construction. Okay, er zieht Kraft von den negativen Emotionen der Menschen, die unterbewusst eigentlich Zerstörung wollen. Oder Zerstörung wollen. Wenn ihr ihn stoppen wollt, dann muss die Menschheit sich selbst ändern. Oder muss die Menschheit selbst sich ändern. Ihr müsst diese neue Welt erschaffen. Ich werde niemals vergessen. Ich wage es gar nicht erst. Verdammt richtig. Ich werde nicht zulassen, dass ich irgendwas hiervon vergesse. Wenn dieser Bastard das alles aufgewickelt hat, dann lass uns das tun. Wir zeigen ihm, dass nicht alles so verläuft, wie er es möchte. Nun ja, wir werden uns wieder treffen, nicht wahr? Wenn ihr den Punkt resettet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, ja. Nur weil ihr euch an diesem Sommerabend nicht trefft, heißt es nicht, dass ihr euch nicht vielleicht im anderen Raum, zumindest einige von euch, wieder treffen. Dann konzentriert euch, um euch eure neue Realität vorzustellen. Die Stärke eures Willens wird euch leiten in eine andere Form, in einen anderen Zustand. Nur ein kleines bisschen fürs Glück. Ich bin mir sicher, dass sie dich nicht vergessen werden, Nikolas. Nun. Wir werden uns einige Zeit nicht wiedersehen. Ist da irgendetwas, das du sagen möchtest, bevor du gehst? Ihm danken oder ihn schlagen? Ich würde gern beides nicht tun. Es gibt keinen Grund, ihm zu danken. Er ist mitverantwortlich hierfür. Auch wenn er vielleicht nur der Zuschauer ist, aber es ist nicht so, als ob er wirklich auf unserer Seite stehen würde. Er gibt uns halt Wege auf. Er zeigt uns Wege auf. Aber naja. Ich würde ihn gern schlagen, weil ich gern wissen würde, was passieren würde. Und weil er halt so ein bisschen natürlich sich sehr von dem Leiden der Menschen abhebt mit seiner Art und Weise. Und ich hoffe irgendwie dabei, dass die Maske abfliegt oder sowas. Das wäre ein bisschen viel verlangt, aber das wäre cool, oder? Ich tue es einfach. Ja, ich mach es ab. Ich will sehen. Nein, nicht aufsetzen, ich will sehen. Ah, er sieht aus wie wir, oder? What the fuck? Ich bin Philemon. Ich existiere zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein aller Seelen. Ich bin du und du bist ich. Ich werde immer über dich wachen von innen. Leb wohl. Was soll ihm das jetzt aussagen? Ich meine, ich kann da viel reininterpretieren, aber. Ich meine, würde Philemon für alle so aussehen, wie sie selber aussehen? Dann sieht Philemon vielleicht nur für uns so aus, wie er jetzt aussieht? Ha. Ja, denkt jetzt erst was zusammen. Was soll's. Okay, also resetten wir jetzt alles wieder zu dem Punkt, wo wir uns getroffen haben, damit das niemals passiert. Weil sonst ist die Welt zerstört, weil das jetzt passiert und das ist nicht Optimus. Hey, you know what? I'm glad we met again. Next time you're gonna join my band, got that? It's a promise. Don't forget. Jinyoung, remember me. No matter what, I love you. I won't forget. Not my sin, not you, not anyone. We'll meet again, and together we'll save Maya. So, I won't say goodbye, only thank you.
Bisher war es ganz am Anfang, ja? Also unsere Spielerlebnisse zumindest. Hey, Nikolas. Mrs. Psycho sucht nach dir. Irgendwas von wegen Schülerberatung. Was ist los, ne? Ist dein Motorrad im Eimer? Yikes, das sieht nicht gut aus. Ich weiß, du bist nicht so gut, Sachen zu reparieren. Also vielleicht solltest du das lieber... Vielleicht solltest du lieber den Zug nach Hause nehmen. Nun, ich werde dir die Nachricht überbringen. Ne, ich habe die Nachricht überbracht, dass Miss Psycho noch einen sucht. Aber da ist sie ja schon. Aha, da bist du also, Nikolas. Dieser müsste mir nicht entkommen. Nun denn, lass uns direkt zum Geschäftlichen kommen. Hast du dich endlich entschieden, was du nach deinem Abschluss machen möchtest? Damals habe ich gesagt, ich weiß es nicht, ne? Ich bleib da jetzt einfach bei. Bisher nicht. Ich verstehe. Nun, es ist keine Eile. Es ist dein Leben. Also denk einfach vernünftig drüber nach, bevor du eine Entscheidung machst. Triffst. Boah, das ist meine längste finale Folge ever, oder? Aber es muss jetzt sein. Keiner kann es hier mitten im Finale. Es könnte knicken. Ach, guck mal, diese beurteilt es schon. Also sie kennt uns schon wieder. Sie ist ja, glaube ich, auch schon wieder verliebt, so wie sie aussieht. Hm? Was geht da vor sich, Lisa? Ich habe nur auf euch gewartet. Ich wusste, dass ihr bald auftauchen würdet. Oh, es ist Freeman Senpai. Er ist in letzter Zeit so cool geworden. Glaubt ihr? Ich finde schon, dass er irgendwie komisches Haar hat. Komm schon, vergesst ihn. Lasst uns zum Karaoke gehen. Wir müssen üben vor unserem großen Auftritt, nicht wahr? Ah, okay. Also in dieser Zeitlinie, sage ich jetzt mal, wo Sachen ein bisschen anders gelaufen sind, wird sie wohl offensichtlich zu einem Idol zusammen mit den dreien. Also man hat ihr Idol-Debüt, ganz offiziell. Schätze ich jetzt zumindest einfach mal, macht Sinn, ne? Kitschi mit seiner Band. Ah, nein! Das geht überhaupt nicht so. Ihr Typen habt überhaupt keinen Rhythmus. Natürlich haben wir keinen. Ich habe seit meinem Rekorder damals in der Mittelschule kein Instrument mehr gespielt. Na, wie ich sehe, arbeitet ihr halt ziemlich hart, oder? Ich habe euch Snacks mitgebracht. Ich brachte euch Snacks. Jo, Miyabi, danke. Ich meine, klar, ich meine, das macht ja irgendwie Sinn, dass auch sie zum Beispiel jetzt nicht cozy geworden ist, weil wenn Ikichi damals die schlimmen Sachen nicht erlebt hat, dann sind die beiden vielleicht auch nie wirklich auseinandergekommen. Das heißt, sie ist dann von vornherein mit ihm geblieben, ist wahrscheinlich, er hat sich halt verändert, wie er sich sowieso verändert, und sie hat es einfach miterlebt, ganz normal. Und hat nicht das Gefühl gehabt, sie müsste sich verändern, um irgendwie eine Schuld auszugleichen, was ich immer noch komisch finde. Jo, Miyabi, danke. Okay, lass uns 5 Stück nehmen. Oh ja, Michael Sun. Du kennst doch diesen Typen Nicholas Freeman bei der Sevens. Ich habe gehört, er ist so ziemlich der beliebteste Typ bei der Sevens. Und er ist echt beliebt bei den Ladies. Warum lädst du ihn nicht in die Band ein? Kennst du Miyabi? Nun, ich brauche mehr Mitglieder. Ich denke, es würde nicht schaden, ihn zu treffen. Die haben sich jetzt auch früher ja nie getroffen, ne? Weil dieses Treffen kam nicht zustande. Das heißt, es wird das erste Mal sein, dass die beiden aufeinander treffen. Also wir und, also, ne? Also ich, beziehungsweise wir und er. Das war eine wundervolle Auftritt, Mutter. Danke dir, Jun. Das ist eine Sweet Pea, richtig? Boah, da müsste man das gucken. Das wird wahrscheinlich im Spiel nicht mehr möglich sein. Wenn du willst, guck mal nach, was diese Blume bedeutet. Das könnte ganz wichtig sein, was er ihr gerade eine Blume geschenkt hat. Weil wir werden es nicht mehr erklärt bekommen, ich mir sicher.
Was ist denn das Department of Education? Mit Erziehung, gut. Oder Bildung vielleicht, aber. Aber Department der Bildung? Noch nie gehört. Gibt's aber, okay, gucken wir mal, was das heißt. Okay, das kann viel sein. Aber in Regel müsste es eigentlich das Bildungsministerium sein, tatsächlich, okay? Er hat entschieden zum Bildungsministerium. Achso, ich hätte weiterlesen sollen. Er will zum Bildungsministerium gehen, nachdem er abgeschlossen hat. Er will genauso ein Lehrer werden wie sein Vater. Alles klar. Lebt sein Vater jetzt eigentlich noch? Müsste, ne? Ich meine, scheint bei den allen besser gelaufen zu sein, auch in deren Familie besser gelaufen zu sein. Also, eine gute Chance, dass der Vater noch lebt. Ich will's hoffen. Wirklich? Ich bin mir sicher, er wäre echt erfreut, das zu hören. Es ist lange her, seitdem wir alle zusammen gegessen haben. Ich werde euch heute euer Lieblingsessen essen, kochen. Okay, sie sagte ganz klar, it's been a while since we all had dinner. Das würde sie so nicht sagen, wenn er nicht mehr leben würde. Also alle, mit allen meint sie alle drei. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Shooting hier. Du, kannst du vielleicht erstmal allein nach Hause gehen? Ja, das kann er wohl. Okay, also die Familie scheint einigermaßen takulieren zu sein. Einigermaßen zumindest, keine Ahnung. Ich weiß zwar nicht genau, wie das Shuttle gekommen ist, ehrlich gesagt, aber naja. Yuki? Na, wir kennen uns alle noch nicht, ne? Außer natürlich Lisa kennt mich mehr oder weniger. Oh, da haben wir sie ja. Ja, sie geht natürlich jetzt auch noch. Gott sei Dank lebt sie noch, ne? Wäre schon ziemlich übel gewesen, wenn sie da ernsthaft gestorben wäre. Ich meine, sie ist gestorben in dieser Zeitlinie, theoretisch. Irgendwie. Schicksalhaftes Aufeinandertreffen aller Akteure und eine neue Chance. Und Philemon ist natürlich auch wieder dabei. Watching over. Okay, das dürfte es gewesen sein, oder schätze ich? Das war's. Gott, das ist leise. Mach's noch ein bisschen lauter. Ja, war ein Abenteuer. Es war definitiv erheblich mehr Story, was mir auch gut gefallen hat, als im ersten Teil. Auch zusammenhängend, ne? Ich hoffe, ihr habt alles gut verstanden, trotz meiner schrecklich leidenhaften Übersetzung. Und wie gesagt, wenn ihr was nicht verstanden habt oder so, guckt selber nochmal nach oder fragt einfach in den Kommis. Ich beantworte auch gerne, wenn möglich. Ja, wir haben jetzt eine neue Zeitlinie erschaffen, damit sie weiterhin leben kann und dass die Welt nicht zerstört, nicht nur sie, also alle, weil die Welt wurde zerstört. Im Großen und Ganzen haben wir ja, also man könnte sagen, der Oberböse hat irgendwie gewonnen in der Hauptzeitlinie, aber in unserer neuen Zeitlinie noch nicht. Und hier sind nochmal alle Möglichkeiten offen. Was so ein bisschen die Aussage des ganzen Spiels, glaube ich, davon ist. Davon abgesehen, kurze Info dazu. Es gibt tatsächlich einen zweiten Teil. Das ist das einzige Persona-Spiel meines Wissens nach, was tatsächlich einen offiziellen zweiten Teil für seinen Teil hat. Also Persona 2 hat sozusagen einen zweiten Teil. Wiefern der wichtig ist oder wiefern der von vornherein geplant wurde, die Story, weiß ich nicht. Er erzählt die Geschichte aber weiter, aber halt mit der neuen Zeitlinie. Werde ich den spielen? Tatsächlich vorerst nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, dass wir das PSP-Remake niemals bekommen haben, in dem besten, leider. Ich könnte natürlich die alte PS1-Version spielen, aber die wäre dann einfach nur technisch veraltet und vor allen Dingen unnötig grindy, weil die neuen Remakes sind ja schon weniger grindy als die Remasters. Und ich glaube, ich kann damit leben, dass die Story so abgeschlossen ist. Erstmal schon. Ich halte mir das mal offen, falls ich irgendwann mal, keine Ahnung, Persona 3 und Persona 4 durch habe und so weiter, dass ich zurückkehre und diese andere Timeline auch noch dann spiele. Aber ich finde, die Story ist auch so einigermaßen abgeschlossen. Die neue Zeitlinie ist da.
Dadurch haben wir sozusagen die Erwartungen des Oberbösen so ein bisschen überlistet, da wir halt alles aufgegeben haben und neu angefangen haben. Und ich finde diese Situation echt ganz interessant. Ja, also ich werde auf jeden Fall Persona 3 ja auch noch spielen. Ich habe jetzt extra die beiden Spiele vorgezogen, 1 und 2, in der Hoffnung, dass vielleicht, oh Wunder, der Publisher, der Entwickler nochmal eine Golden Version dafür rausdonnert für den PC. Aber das ist ja leider nie passiert. Auch jetzt immer noch nicht. Immerhin haben sie ja Persona 4 rausgehauen für den PC. Und das fand ich ja schon sehr geil. Aber 3 jetzt immer noch nicht. Das heißt, ich muss bei 3 dann wohl tatsächlich auf eins der alten Spiele zurückgreifen. Persona 3 hat nämlich mehrere Versionen. Die Grundversion halt, die interessiert uns nicht. Es gibt eine bessere Version und eine andere bessere Version. Und das Problem ist, die beiden besseren Versionen unterscheiden sich relativ grundlegend. Also nicht grundlegend, aber... Das eine zum Beispiel, also die andere, eine Version hat zum Beispiel die Wahl zwischen einem männlichen und weiblichen Charakter. Das macht dann ziemlich viel aus im Spiel. Das andere Ding hat das nicht. Dafür hat das andere Ding aber zum Beispiel die ganzen Sequenzen noch drin, die nicht rausgenommen wurden, weil das andere komprimiert wurde und so weiter. Also es ist halt... Ich hätte mich echt gefreut, hätten sie oder würden sie vielleicht auch in Zukunft irgendwann mal eine Golden Version von Persona 3 raushauen. Aber ist egal. Da müsst ihr euch keine Gedanken drum machen. Ich werde es trotzdem spielen. Das heißt, also das nächste ist Persona 3, wird kommen, definitiv, nicht direkt im Anschluss dieses Mal. Also ich habe jetzt Persona 1 und 2 exakt hintereinander rausgehauen. Und damit ich und vielleicht auch ihr nicht direkt so eine Persona-Fatigue bekommt, dachte ich mir, schiebe ich da jetzt gleich irgendein kurzes Spiel zwischen. Irgendwas Kurzes, was wir jetzt dazwischen machen. So als kleine Pause, bevor wir in die Persona 3-Ecke gehen, was sozusagen auch so ein bisschen die modernere Persona-Ecke ist. Weil ab Persona 3 hat Persona so ein bisschen angefangen, ein bestimmtes Schema zu finden und dieses Schema auch beizubehalten. Und Persona 3 ist eher so, wie man die ganzen danach kommenden Personas auch eher kennt. Und Persona 3 ist das, wofür Persona 3, also generell Persona berühmt ist. Die ersten beiden Spiele waren ja noch sehr besonders, sag ich mal. Ach, viel Gesülze. Lange Folge. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals. Ja, immer an deiner Seite. Ich danke auf jeden Fall vielmals dafür, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr das alles mit angeschaut habt. Damit haben wir die ersten beiden Teile Persona durch. Wir werden zum dritten kommen, nach einer kurzen Pause. Und einem kurzen Spiel, das dazwischen kommen wird. Ich weiß noch nicht was, mal gucken. Oh, wir kriegen noch eine kleine Szene danach. Na, schauen wir mal eben. Und Action! Willkommen zu Tsumura City Climax Theater. Ist dein erstes Mal, dass du hier bist? Mein Name ist Mitsugi und ich werde deine Führerin sein, also deine Führung sein, deine Guide halt sein für das Theater. Schön, dich kennenzulernen. Hier kannst du Filme anschauen mit der Hilfe der weit entwickelten Technologie, die überhaupt verfügbar ist. Und sie sagen, dass die Bilder so deutlich und klar sind, dass sie sich anfühlen wie eine echte Erfahrung. Okay, das scheint irgendwie was zusammen mit Story zu tun hat, oder? Okay, wir werden auch Punkte bekommen, wenn wir die Filme zu Ende gucken. Unser Mitgliedslevel wird erhöht. Wir werden unseren Rang erhöhen. Okay. Wir können das Theater immer wieder besuchen. Ja, die macht nur Spaß, bla bla bla, dass sie halt so tolle Erklärungen macht. Sie redet immer noch davon, dass die Filme so toll sind, die sie da zeigen im Kino. Danke für deine harte Arbeit. Sie hat uns zugeschaut und es sagt, dass sie beeindruckt ist. Sie wird einen neuen Modus für uns freischalten. Okay, das ist jetzt alles so ein bisschen Postgame. Ja, da können wir Musik abspielen, okay. Das ist alles Postgame-Gesülze jetzt. Neue Konfiguration, die wir einstellen können. Filme, die wir uns nochmal angucken können. Interessant ist vielleicht sozusagen... Ups, ja. Man kann hier auch... das habe ich nie gemacht, leider. Das habe ich jetzt auch gerade als erfahren. Es gibt auch im Spiel so ein Theater, habt ihr ein paar Mal gesehen, da bin ich nie hingegangen. Da kann man anscheinend noch so ein paar extra Szenen bekommen. Fürs Spiel. Also die sind eher so Sub-Stories sozusagen, so Nebenstories. Also falls ihr das mal selbst spielen wollt, habt ihr da noch genug Content, den ihr sozusagen das Spiel noch es wert machen würde, nochmal durchzuspielen. Das wäre dann außer Frage, würde ich behaupten. Und das gilt ja auch dafür, wenn ihr sagt, boah, ich muss jetzt unbedingt wissen, wie das in der neuen Timeline weitergeht und das ist eigentlich eine andere Geschichte jetzt mal, aber wie gesagt, es gehört zusammen. Dann spielt selber. Das Spiel heißt Persona Eternal Punishment, also Persona 2 Eternal Punishment.
Ja, ob ich das immer machen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht, also wenn es immer mal rauskäme, bei uns im Westen, was ich mittlerweile nicht mehr glaube, weil das ziemlich lange her ist, dann ja. Sonst, wie gesagt, vielleicht gibt es doch immer mal eine Fan-Translation oder sowas, die da auch nicht weiterging damals. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall jetzt zu danken. Ich habe zu danken euch fürs Zusehen noch einmal, was ich gerade eben schon tun wollte. Ich hoffe, ihr seid bei Persona 3 auch wieder dabei. Ich hoffe, ihr guckt euch andere Projekte an, wenn ihr Lust habt. Ich würde gerne noch wissen, was ihr vom Spiel haltet. Also, was habt ihr von Persona 2 gehalten? Vielleicht auf den Vergleich zu Persona 1 und was ihr von der Story gehalten habt. Was ist der Eindruck? Wie mochtet ihr die Charaktere? Was ist euer Lieblingscharakter? Solche Sachen interessieren mich eigentlich immer schon. Ganz gerne wüsste ich das von euch. Und da würde ich sagen, können wir jetzt endlich dieses super lange Video beenden. Und ihr könnt anderen Dingen nachkommen. Also, wir sehen uns dann in anderen Projekten, irgendwann später auch in Persona 3, nach einer kurzen Pause. Und ja, bye bye.